und ich rufe auf Top 35 der Tagesordnung, Setzpunkt der FDP, den Antrag Fraktion der Freien Demokraten, Geodaten offen bereitstellen, innovative Geschäftsmodelle fördern, Standortnachteil für Hessen aufheben, Drucksache 20-2869. Und der Redner von der FDP eilt ans Pult. Sie haben auch jetzt gleich als Antrag, Sie haben das Wort. Aber kein Problem, das Rednerpult ist desinfiziert. Ich erteile Ihnen das Wort. So ist das. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts. Diese Feststellung ist schon beinahe ein Klischee. Aber die Metapher beschreibt es eigentlich sehr gut. Daten sind die Energiequelle der Informationsgesellschaft. Man muss sie nur fördern. Gleichsam unter der Erde, versteckt in einem Behördenrechner, ist der gesellschaftliche und wirtschaftliche Nutzen von Daten begrenzt. Ein Kollege aus einer anderen Fraktion hat einmal nach der letzten Ausschusssitzung gefragt, wirklich schon wieder Open Data? Dazu kann ich nur sagen, ja, wieder Open Data, weil wir Freien Demokraten von den Chancen einer Open Data Ökonomie überzeugt sind. Und weil sich Stand heute Redebeginn die Landesregierung auch nicht ausreichend bewegt. Geodaten entfalten mannigfaltigen Nutzen für Bürger, Wirtschaft, Mensch, Landwirtschaft und Umwelt. Daher setzen wir uns für offene Geodaten ein. Das ist unser Auftrag als Wirtschafts-, Landwirtschafts- und Umweltpartei, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ja. Es freut mich, dass ich für fröhliche Gesichter bei den Grünen gesorgt habe, Herr Kollege. Es freut mich, weil, wenn Sie so fröhlich lachen, sehen Sie gar nicht mehr so ideologisch verbiestert aus. Das gefällt mir schon viel besser, meine sehr geehrten Damen und Herren. Geodaten sind einfach gesagt Daten mit Raumbezug, z. B. Informationen über Landschaften und Liegenschaften, Luftbilder oder topografische Karten. Wir wollen, dass alle geeigneten Geodaten, die von der Landesverwaltung mit öffentlichen Mitteln schließlich auch erhoben werden, als Open Data veröffentlicht werden. Also unentgeltlich unter einer offenen Lizenz für die kommerzielle und nicht kommerzielle Nachnutzung einfach und dauerhaft zugänglich und am besten maschinenlesbar. Vom Open-Data-Prinzip sind Informationen mit Personenbezug und andere schützenswerte Informationen natürlich ausgenommen. Bei Liegenschaftsdaten, z.B. die persönlichen Daten der Eigentümer. Datenschutz ist uns als Freie Demokraten wichtig. Aber warum ist es so wichtig, dass amtliche Geodaten offen und kostenfrei zur Verfügung gestellt werden? Das möchte ich Ihnen an einem Beispiel deutlich machen, nämlich am Beispiel der Landwirtschaft. Die Kollegin Knell hat mir beigebracht, dass die Landwirtschaft eine der am durchdigitalisiertesten Branchen ist. Das ist unglaublich, was dort schon an Digitalisierung teilweise funktioniert. Und Geodaten haben dabei schon heute eine zentrale Bedeutung und werden in Zukunft auch immer wichtiger werden. Smarte Technologien und Applikationen ermöglichen es den Landwirten, ressourcenschonend zu düngen und die gesetzlichen Abstandsauflagen präzise einzuhalten. Mit einer mobilen App können Landwirte zum Beispiel ihr Feld in Zonen aufteilen und die jeweils optimale Düngemenge berechnen, ganz im Sinne von Nachhaltigkeit und Umwelt. Die App kommuniziert dann direkt mit dem Traktor, damit kein Gramm davon zu viel aufs Feld gelangt. Dies gelingt allerdings nur, wenn die Landwirte auch über präzise Daten zu ihren Feldgrenzen verfügen, mit denen sie ihre Applikationen füttern können. Und das, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist in Hessen noch zu schwierig. Es fehlen Schnittstellen
und Daten können nicht ohne Weiteres für Applikationen weiterverwendet werden. In anderen Bundesländern ist das längst kein Thema mehr. Dort können vergleichbare Geodaten einfach und unentgeltlich genutzt werden. NRW zum Beispiel stellt, Herr Minister, seit 2017 praktisch alle verfügbaren Geodaten der Landesvermessung und des Liegenschaftskatasters offen bereit. Das Geoportal in Nordrhein-Westfalen ist ein echtes Vorbild übersichtlicher Zugriff auf verschiedene Datenressourcen, ein Open Data Download Client. Das ist wirklich alles sehr vorbildlich gestaltet dort. Auch das grün-schwarz regierte Baden-Württemberg und andere Länder bieten Geodaten offen für kommerzielle und nicht kommerzielle Nutzung an. Also, das geht. Deshalb sollten wir hier in Hessen die Standortnachteile für die hessischen Landwirte aufheben. Ermöglichen wir es hessischen Unternehmen und Smart Farming Geschäftsmodelle umzusetzen. Das freut am Ende die Steuerkasse und die Umwelt. Manche lehnen die kostenfreie Bereitstellung von Daten ab. Aber im Fall von Daten heißt kostenlos nicht wertlos. Ganz im Gegenteil, der Wert der Daten steigt, je mehr Menschen, Unternehmen und Unternehmen sie gewinnbringend nutzen. Ja, der Landesverwaltung entgehen dabei Gebühren, wenn sie Geodaten offen kostenlos zur Verfügung stellen. Aber das muss es uns wert sein. Zahlreiche Studien zeigen, dass der gesellschaftliche und der wirtschaftliche Mehrwert von Open Data immens ist. Und es spart auch Verwaltungsaufwand. Ja, die Landesregierung stellt bereits einige Geodaten zur Verfügung, zum Beispiel im Rahmen der europäischen Inspire-Umsetzung. Aber für wichtige Daten wie Geländemodelle gibt es weiterhin Gebühren. Der Zugriff ist nur schwer möglich oder es fehlen Schnittstellen. Machen wir Open Data zum Standard, machen wir es den Nutzern einfach. Wir Freie Demokraten sind für einen Staat, der es den Menschen und den Unternehmen einfach macht. Das ist sozusagen unsere DNA. Dann heißt es manchmal, dass die internationalen Datenkraken würden sich damit bereichern. Aber die brauchen Open Data am wenigsten, weil für die großen Player sind die Gebühren Taschengeld oder sie erheben die Daten einfach selbst. Aber für die hessischen Start-ups, für den hessischen Landwirt oder für den hessischen Verein sind Gebühren ein echtes Hindernis. Wir Freien Demokraten, ich freue mich auch über den Beifall der Sozialdemokraten, wir Freien Demokraten haben schon letztes Jahr darauf hingewiesen, Hessen braucht endlich eine Open Data Strategie. Fangen wir damit den Geodaten an. Das Potenzial ist immens. Es gibt unzählige Anwendungsbeispiele. Die Mobilfunkbetreiber könnten Mobilfunknetze einfacher planen. In NRW ist das dank Open Data möglich. Eine Wander-App mit 3D-Geländemodellen. Auch dieses Geschäftsmodell gibt es in NRW. Digitale Öffentlichkeitsbeteiligung bei Bauvorhaben mit offenen Geodaten vielleicht auch bald in Hessen. Und Gebühren ersticken solche kreativen Initiativen im Keim. Unterstützen wir Innovationen und Erfindergeist, ob in Unternehmen, Vereinen oder NGOs. Heute Morgen war das Geoportal des Landes nicht erreichbar. Auch eben noch 3 Minuten vor Redebeginn war das Geoportal des Landes nicht erreichbar. Gestern wurde ein Relaunch angekündigt, passend zum heutigen Tag sozusagen. Das Portal soll doch tatsächlich künftig, heißt es in der Ankündigung, responsiv sein. Das heißt also auch nutzbar für Tablets und Smartphones. Hallo, in 2020 ist das wirklich ein toller Schritt, der jetzt hier gegangen wird. Das ist wirklich ein toller Schritt in 2020. Es wurde auch angekündigt, ein Zugriff auf die wachsende Zahl von Ressourcen in Hessen, Deutschland und Europa. Hoffentlich verbirgt sich dahinter ein umfassendes Geodatenkonzept, wie in unserem Antrag gefordert. Es ist 2020. In diesem Sinne, Herr Minister, übernehmen Sie. Bevor der Minister übernimmt, darf ich nun Herrn Lichert von der AfD ans Rednerpult bitten.
Danke sehr, Frau Präsidentin. Und es liegt natürlich in der Natur der Sache, dass wir beim Thema Geodaten nicht auch nur annähernd die Emotionalität der letzten Debatte erreichen werden. Das ist natürlich auch gut so. Aber Geodaten sind ein durchaus spannendes Thema. Und ich meine das tatsächlich vollkommen ironiefrei. Danke sehr. Denn für Nicht-Eingeweihte ist es tatsächlich regelmäßig höchst verblüffend, mit welcher Vielfalt an Datenformaten, Referenzierungsverfahren und schlichtweg Modellen der Erde man es zu tun bekommen kann, sobald man sich mit Geodaten auseinandersetzt. Als ich vor 17 Jahren mein Unternehmen gegründet habe, habe ich nämlich genau das getan. Da habe ich meinen Zeh ins Wasser der Geodaten gehalten, denn mein erstes Produkt war ein GPS-basiertes Fuhrpark-Controlling-System. Das heißt, auch damals ging es natürlich auch um die Verarbeitung, Auswertung und Visualisierung von Geodaten. Heute sind wir natürlich ein bisschen weiter. Und was auch mit dem Thema Open Data und so weiter referenziert, ist nicht nur, dass dadurch Geschäftsmodelle ermöglicht werden, sondern vor allen Dingen, dass es eine ganz große Vielfalt an Open-Source-Initiativen geben kann. Das heißt, dass Leute bereit sind, sehr viel Zeit und Energie darauf zu investieren, ein frei verfügbares, also eben gerade nicht kommerzielles Produkt zu erstellen. Und auch diese Initiativen sind Unterstützung durch die Politik absolut wert. Wie gesagt, ich kann hier aus 1, 2, 3 aus eigenhändiger Erfahrung schöpfen. Und ich denke, das ist auch hilfreich, wenn man sich jetzt hier die Grundlagen für weitere datengetriebene Geschäftsmodelle überlegt. Die Rohdaten sind nämlich notwendig, aber sie sind nicht hinreichend. Ich will jetzt nicht die technischen Aspekte hier überstrapazieren, aber im Grunde genommen sind diese Rohdaten bestenfalls Halbzeuge. Es bedarf eigentlich fast immer eines Intermediärs, nennen wir ihn den Datenintermediär, der diese Rohdaten so aufbereitet, dass sie überhaupt für die Vielzahl der Nutzer in irgendeinem sinnvollen Sinn anwendbar sind. Ich möchte ein Beispiel geben, das mit Sicherheit viele hier kennen. Das ist Statista.com. Soweit ich weiß, produziert Statista selbst gar keine eigenen Daten. Die Rohdaten kommen alle aus anderen Quellen, sind in der Regel auch öffentlich zugänglich. Und die wesentliche Leistung von Statista besteht darin, eine Plattform zu bieten, die zum einen den Zugriff auf diese Daten erlaubt und zum anderen es auch relativ unbedarften Nutzern erlaubt, durchaus ansehnliche Diagramme und Tabellen zu zaubern. Aber hier geht es ja darum, öffentliche Daten öffentlich verfügbar zu machen. Und der Kern des Antrags ist ja vor allen Dingen die kostenlose Verfügbarmachung von Geodaten. An der Stelle wäre es natürlich durchaus mal interessant gewesen, vielleicht im Vorfeld des Antrags auch zu erheben, wie viel, nennen wir es mal, Geodatenumsatz denn überhaupt da zusammenkommt. Ich gehe nämlich davon aus, dass sich das im Grunde genommen kaum lohnt, dass das bestenfalls ein kleiner Beifang ist und mit Sicherheit keinen nennenswerten Beitrag zur Deckung der Kosten leistet. Ebenfalls wünschenswert gewesen wäre ein kleiner Rekurs auf die gesetzliche Rahmenlage, die zurzeit herrscht. Denn immerhin seit 2009 gibt es ein Geodatenzugangsgesetz des Bundes und auch einige Länder haben da nachgezogen. Wir haben in Hessen immerhin das Hessische Vermessungs- und Geoinformationsgesetz, was mit Sicherheit auch ganz interessante Dinge enthält. Aber ich glaube, da müssen wir jetzt nicht wirklich drauf eingehen. Grundsätzlich sind wir der Meinung, dass dieser Antrag unterstützenswert ist und werden das natürlich auch tun. Aber unseres Erachtens kann das nur ein Anfang sein. Meine Damen und Herren, Sie alle haben das Stichwort Online-Zugangsgesetz schon einmal gehört. Die Digitalministerin hat uns ja leider verlassen. Sie saß eben noch auf der Tribüne. Das ist sehr schade, denn ich bin ehrlich gesagt nicht überzeugt, dass die Digitalministerin, Frau Prof. Sinemus, in Sachen Onlinezugangsgesetz die richtigen Prioritäten setzt. Ich denke da an den Berichtsantrag der FDP zum Thema IT-Personal in der Landesverwaltung. Ja, da das in öffentlicher Sitzung war, darf ich da auch berichten. Die Frau Ministerin war nicht in der Lage, auch nur irgendeine grob qualitative Aussage zu treffen, was den Umfang des Einsatzes externen IT-Personals angeht. Meine Damen und Herren, es gehört nun wirklich nicht viel Fantasie dazu, dass der Bedarf der Landesverwaltung bei der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes natürlich immens sein muss und dass die Frau Ministerin nicht in der Lage ist, wenigstens eine grobe Einschätzung zu geben,
Das zeigt mir, dass Sie dem Thema offenbar nicht die hinreichende Bedeutung beimessen. Und das ist außerordentlich schade, um es einmal vorsichtig zu formulieren. Denn die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes bietet immense Chancen. Ich gehe davon aus, da die Ministerin diese Aussage nicht treffen konnte, weiß ich es nicht, aber ich gehe davon aus, dass zurzeit Heerscharen von Beratern unterwegs sind, die wahrscheinlich jede Menge UML-Diagramme zeichnen, sich mit Datenstrukturen befassen etc., um vor allen Dingen eine explizite Beschreibung von Verwaltungsverfahren und bestehenden IT-Prozessen zu leisten. Ob das agil und in Sprints erfolgt, ist mir auch unbekannt. Vielleicht weiß Scrum Master Felzerhausen ein bisschen mehr darüber. Aber auf jeden Fall wird damit sehr, sehr wertvolle Arbeit geleistet. Nicht nur, weil man viele organisatorische Prozesse dann hinterfragen kann, sondern weil das Ganze ja dann eben auch elektronifiziert und in IT gegossen werden soll. Zurzeit ist wahrscheinlich für die Verwaltung das Onlinezugangsgesetz eher ein Stressfaktor und wird als lästige Pflicht gesehen. Wir alle hier sollten das nicht tun. Denken Sie, wäre sie jetzt hier, würde ich das der Frau Professor Sinemus gerne zurufen, denken Sie bitte immer Open Data mit. Es geht hier nämlich nicht nur um datengetriebene Geschäftsmodelle, es geht auch nicht nur um, jetzt hätte ich fast gesagt, wohltätige Open-Source-Initiativen, sondern es geht auch um politische Werkzeuge. Wie oft hören wir, wir fahren auf Sicht, das können wir jetzt alles noch gar nicht wissen, Politik muss sich schrittweise vorantasten. Und das ist manchmal ja auch berechtigt. Aber mein Petitum lautet eindeutig, streichen Sie, fahren auf Sicht, setzen Sie, mehr wissen, besser entscheiden. Das ist mein Appell. Diesen Antrag unterstützen wir, aber das kann nur der Anfang sein. Hessen braucht mehr. Danke sehr. Als nächstes hat sich Herr Leffringhaus von Bündnis 90 Die Grünen zu Wort gemeldet. Ja, sehr geehrte Präsidentin, werte Kolleginnen, liebe Zuschauer am Livestream. Ich habe in Vorbereitung der Rede mir mal die hessische Landtagsseite angeguckt, unter dem Punkt Landtags-ABC, da natürlich unter S wie Setzpunkt. Und dort kann man lesen, ich lese es da mal vor, damit es auch wirklich korrekt ist, zusätzlich dazu hat jede Fraktion die Möglichkeit, ein Thema auszuwählen, das sie für besonders wichtig, das für sie besonders wichtig ist. Für diesen sogenannten Setzpunkt erhalten die Redner nach der Geschäftsordnung 10 Minuten Redezeit. Ich sage Ihnen jetzt gleich in meiner Rede, warum ich gerne über offene Daten rede, über offene Geodaten rede, aber 2 Punkte an dieser Stelle schon mal. Ich glaube, wir sind uns im Haus alle einig, dass es Rednerinnen heißen muss und nicht nur Redner. Und, liebe FDP, ich frage mich, warum, wenn Ihnen das Thema so wichtig ist, dieser Antrag aus dem Mai ist und 5 Monate im Stehsatz verbringen musste. Zumal das Thema an sich, Open Data, offene Geodaten, ja auch nicht neu ist. Wir haben es ja unter anderem im Koalitionsvertrag stehen. Da komme ich dann später nochmal darauf zurück. Und die Forderung nach Open Data, die ja Grundlage dieses ganzen Geodaten offen bereitstellen ist, ist ja noch viel älter und umfassender. Open Data, beziehungsweise hier noch vielleicht ein bisschen präziser, Open Government Data, steht für eine Verwaltung, die sich öffnet, öffnet für Bürgerinnen, für Vereine und NGOs, für die Wirtschaft und für die Wissenschaft. Und es ist noch gar nicht allzu lange her, dass diese Daten gerade in der Verwaltung doch eher streng gehütet wurden, das alles gerne abgeheftet, ab in den Schrank und dann war es gut behütet. Das hat sich in den letzten Jahren grundlegend gewandelt und ja, die Digitalisierung hat da einen großen Anteil dran. Und ich möchte das an einer Zahl mal festmachen. Im Jahre 1993 betrug die digitale Informationsspeicherkapazität weltweit genau 3%. 9 Jahre später, im Jahre 2002, wurden erstmals mehr Informationen digital gespeichert als analog. Und im Jahre 2007, als Steve Jobs die zweite digitale Revolution ausgerufen hat, war die weltweite digitale Speicherkapazität schon auf 94% angewachsen, die Daten also viel besser verwendbar. Und man kann dann bei Open Data eben durchaus von einem Paradigmenwechsel reden. Statt dem jahrzehntelangen Grundsatz oder der Grundtendenz, dass die Daten erstmal alle nicht zugänglich sind, außer sie sind wirklich als offen markiert worden oder gekennzeichnet worden, kommen wir doch immer mehr zu dem Punkt, dass die Daten offen sind und
als geheim oder als nicht öffentlich gekennzeichnet bzw. gesperrt werden müssen. Und das finden wir gut. Und wir Grüne waren ja auch von Anfang an Teil der, ich will es jetzt mal so nennen, Open-Data-Bewegung. Und wir werden es auch weiterhin gerne sein. Ja. Das dauert ein bisschen länger. Wenn die getrennt klatschen, ist der Applaus länger. Ist doch alles gut. Und wir begrüßen auch, dass die Entwicklung in diesem Bereich glücklicherweise auf vielen Ebenen voranschreitet. Als einen Punkt möchte ich die Europäische Union nennen, denn die hat sich jetzt auch auf den Weg gemacht, hochwertige Datensätze oder wie sie es nennt, High Valuable Datasets, zu definieren und diese als Open Data zu veröffentlichen. Man hat das Ganze in diesem Bereich in 6 Kategorien aufgespalten und Geodaten ist eine Kategorie davon. Die Daten müssen dann, und das ist Grundvoraussetzung, um eben als High Valuable Dataset zu gelten, kostenlos und maschinenlesbar als Download zur Verfügung stehen und über eine API, also über eine Schnittstelle, abrufbar sein. Man ist hier mitten im Prozess, so will ich es mal vom zeitlichen Ablauf benennen, und bis Mitte 2021 sollen alle Mitgliedstaaten diese Richtlinie umgesetzt haben. Meine Damen und Herren, die Zur Verfügungstellung der Daten erfolgt hier aber nicht ohne Grund und nicht nur zum Selbstzweck, sondern die Nutzung offener Daten bietet enorme Chancen, das haben wir heute schon gehört, für Verwaltung, für Wirtschaft, für Wissenschaft und nicht zuletzt für die Zivilgesellschaft. Und die Zivilgesellschaft, also private Personen, die können dabei einerseits Konsumenten sein, indem sie die Daten aus reinem Informationsinteresse abrufen und für sich nutzen, aber sie können auch Produzenten sein. Sie können diese Daten dann aggregieren, auswerten, Neues daraus machen oder sie können, wie viele tausende Menschen, und bei mir hängt auch so ein Ding vor der Hauswand, zum Beispiel Feinstaubsensoren installieren und damit auch Feinstaubmessungen machen. Das sind jetzt keine wissenschaftlichen Daten, also HL-NUC kann die nicht verwenden, aber es ist trotzdem ein Indiz, wo wir eine Feinstaubbelastung in den Kommunen haben. Und für die Wirtschaft, und das ist ja auch schon angesprochen, gibt die offene Bereitstellung von Daten auch einen enormen Nutzen. Es gibt eine Studie von Graham Vickery, und da geht allein für die Mitgliedstaaten der Europäischen Union von einem wirtschaftlichen Nutzen in Höhe von 40 Milliarden Euro aus. In meiner gestrigen Rede zum Setzpunkt der CDU und dem Förderprogramm Distral hatte ich die Start-ups erwähnt. Und mit der Bereitstellung offener Daten haben diese Gründerinnen und Gründer vielfältige Möglichkeiten bei der Entwicklung neuer Produkte und Innovationen. Auf der anderen Seite, und das habe ich bisher heute noch nicht gehört, und das müssen wir uns aber hier im Haus, gerade in der finanziellen Situation, in der wir durch Corona gerade sind, auch betrachten, sind durch die kostenlose Herausgabe von Daten natürlich auch Mindereinnahmen bei uns im Landeshaushalt zu verbuchen. Ich habe es jetzt nicht genau nachgeguckt, aber in Hessen dürfte es sich hier um einen hohen 7-stelligen Eurobetrag handeln, der damit verknüpft ist. Aber, liebe KollegInnen, Sie können sich sicher sein, wir als Regierungskoalition wissen um all die Punkte, um die vielen positiven, um den einen vielleicht etwas negativen Punkt, den ich gerade erwähnt habe. Und deswegen steht ja, ich hatte es ja schon erwähnt, in unserem Koalitionsvertrag, dass wir die Daten weitestgehend kosten- und lizenzfrei bereitstellen werden. Weitestgehend auch, da der Datenschutz am Ende eben doch noch an vielen Stellen eine Rolle spielt. Aber dafür brauchen wir eben keine FDP als Kontrollinstanz, der nach Monaten einfällt, dass der eigene Antrag hier vielleicht wichtig sein könnte und die sich uns öffentlich wirksam vor uns hertreiben will. Wir freuen uns aber, dass Sie den Koalitionsvertrag gelesen haben. Und ich freue mich persönlich, dass wir in der Legislaturperiode weiter den Koalitionsvertrag umsetzen werden. Diesen Antrag heute werden wir ablehnen. Vielen Dank. Als nächstes erteile ich einer Rednerin, nämlich Frau Gersbeck von der SPD-Fraktion, das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, Tag für Tag werden Daten erhoben, eine ganze Flut von Daten in allen Bereichen, der Verwaltung, der Forschung und im privaten Sektor. Und dann liegen diese Daten irgendwo auf Servern herum. Sie werden kurz gebraucht, manchmal dann verkauft oder sie bleiben liegen, häufig ungenutzt, jahrelang. Dabei sind diese Daten so wertvoll und könnten viel mehr bewirken, als sie es derzeit in Hessen dürfen. Und deshalb... Applaus
Und deshalb bin ich der FDP für diesen Antrag dankbar und auch für diesen Setzpunkt. Ich wundere mich nur ein bisschen über die Anwesenheit bei einem Setzpunkt bei der FDP, aber ansonsten sehr gelungen. Vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Daten sind ein Schatz bzw. sie könnten ein Schatz sein. Sie bergen nämlich ein enormes Potenzial, wenn sie einer breiten Öffentlichkeit und so auch der Forschung, Betrieben und Nichtregierungsorganisationen öffentlich zugänglich gemacht würden. Denn bei dem Open-Data-Prinzip geht es um das explizite Recht und die Möglichkeit, die Daten nicht nur einzusehen, sondern auch weiterverarbeiten und weiter verbreiten zu können. Dazu müssen sie in maschinenlesbare Formate zur Verfügung gestellt werden, offene Lizenzen haben und kostenfrei zugänglich sein. In den USA ist ein innovativer und starker, sehr starker Wirtschaftszweig rund um Geo- und Wetterdaten entstanden. Die Daten sind per Gesetz öffentlich abrufbar und so für jedermann, jeder Frau und für jegliche Zwecke nutzbar. Es war Barack Obama, der in einer seiner ersten Amtshandlungen den Datenkatalog DataGov frei zugänglich gemacht hat. Softwareentwickler können seitdem auf hunderttausende Datensätze zu Umwelt- und Wetteraufzeichnungen, Energie- und Verbrauchsdaten oder Bildungs- und Gesundheitsdaten zugreifen, um bürgerorientierte Anwendungen für das Web oder mobile Dienste zu entwickeln. Es gibt noch weitere Maßnahmen in den USA. Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, mit dem Tool Data Mesher unterschiedliche Datensätze aus dem Datenkatalog der Regierung zu vergleichen, zum Beispiel auch zu den Themen Armut, Arbeitslosigkeit und Kindersterblichkeit. Auf der Seite GovPulse können Bürgerinnen und Bürger beobachten, in welchen Gebieten besonders viele Gesetze, Verordnungen und Korrekturen auf den Weg gebracht werden. In Europa ist Großbritannien, was das Thema angeht, am weitesten entwickelt. Dort gibt es die sogenannte Open Knowledge Foundation, die Projekte wie die Steuerauskunftsdatei Where Does My Money Go? Oder das Infrastrukturprojekt Fix My Street auf den Weg gebracht haben. Auch die Europäische Union möchte die Entwicklung Richtung Open Data vorwärts treiben. Das wurde heute schon gesagt. Offene Daten werden als Ziel in der Malmö-Ministererklärung zur E-Government sowie in der europäischen Digital Agenda formuliert. Deutschland ist leider noch nicht so weit wie Großbritannien und die USA. In Deutschland werden aktuell für Daten teils hohe Entgelte gefordert. Das Resultat, aufgrund der hohen Gebühren für die Nutzung und Weiterverarbeitung dieser Daten, gibt es in Deutschland in diesem wirtschaftlichen Sektor wesentlich weniger Umsatz und Entwicklung und Innovation. Die SPD im Bundestag hat das erkannt und setzt sich daher vehement für einen Rechtsanspruch auf offene Daten ein. Allen voran Saskia Esken, unsere Parteivorsitzende. Die Hessische Landesregierung geht mit ihren Geodaten restriktiv vor. So entgehen auch hier den Bürgerinnen und Bürgern innovative und hilfreiche Möglichkeiten. Wirtschaftszweige werden ausgebremst und ganz besonders Start-ups haben nur wenig Chancen, denn sie können sich nicht leisten, die Daten einzukaufen. Ich frage mich, woran liegt die Zurückhaltung der Landesregierung beim Thema Open Data? Hat es vielleicht mit einer kritischen Einstellung gegenüber Transparenz und Offenheit zu tun? Natürlich ist es einfacher, wenn man ganz allein seine Daten interpretieren kann. Wissenschaftlich und demokratisch ist diese Zugeknöpftheit jedoch nicht. Es wurden hier schon andere Bundesländer genannt, die mit positiven Beispielen vorangegangen sind, z.B. NRW und Baden-Württemberg. Aber auch in Rheinland-Pfalz und Hamburg gibt es im Bereich Open Data schon sehr viel Gutes und große Portale mit sehr hohen Abrufzahlen. Die am häufigsten gesuchten Schlagwörter in Hamburg sind z.B. Elbphilharmonie, Olympia, aber auch eben die angesprochenen Geodaten. Ich habe gelesen, Abrufzahlen liegen bei 1,5 Millionen im Monat. Also es ist schon wesentlich, das Interesse ist sehr groß. Diese Landesgesetzgebung verpflichten die Behörden, die Bevölkerung über die Allgemeinheit betreffende Sachverhalte umfassend zu informieren. Sie haben Transparenzgesetze verabschiedet, welches in Hessen noch immer fehlt. Unseren Gesetzesentwurf dazu haben Sie 2015 abgelehnt. Leider, leider. Das gilt auch für ein Lobbyregister. Auch hier haben Sie unseren Antrag Anfang des Jahres abgelehnt, und das, obwohl Sie ein solches bereits zum zweiten Mal in Ihrem Koalitionsvertrag stehen haben. Wann kommt es denn jetzt, dieses Lobbyregister? Ja, ich weiß es nicht. Auf Bundesebene ist man da auch schon viel weiter. Hier wurde innerhalb der Koalition ein Gesetzentwurf der SPD-Fraktion durchgesetzt und befindet sich gerade in erster Lesung.
dass das Informationsfreiheitsgesetz in Hessen nicht ausreicht, haben 41 Klagen im Jahr gegenüber dem hessischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit gezeigt. Von 278 Anträgen auf Informationen wurden 95 abgelehnt, der größte Teil davon mit der Begründung eines unverhältnismäßigen Aufwands. Wir sehen also, das Informationsfreiheitsgesetz reicht nicht, denn es hat Nachteile. Erstens, es kostet Zeit. Bis die Bürgerinnen und Bürger an ihre Daten und Informationen gekommen sind, gehen Monate bis Jahre ins Land. Und manchmal fehlen dann doch Daten. Das sieht man aber erst, wenn die Antwort gekommen sind. Und dann dauert es wieder Monate, bis die nächsten Informationen kommen. Das Verfahren ist außerdem aufwendig und teuer. Und es bindet sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und hält sie von anderen Tätigkeiten ab. Denn viele dieser Daten müssen erst einmal maschinenlesbar gemacht werden und umgewandelt werden. Würde es jetzt stattdessen Open-Data-Portale geben, könnte man Informationen, sobald sie erhoben werden, in diesen Portalen veröffentlichen und sie könnten direkt abgerufen werden. Es würde sehr viel Geld und sehr viel Zeit gespart werden. Das Ganze hätte nicht nur Vorteile für die Bürgerinnen und Bürger, sondern auch die Verwaltung, denn auch für sie wäre eine Zusammenarbeit sehr viel leichter möglich, als es bis jetzt der Fall ist. Die Frage nach Open Data oder nicht ist vor allem aber eine Demokratiefrage. Diese Daten werden von Verwaltung erhoben, finanziert von Steuergeldern. Im Prinzip gehören diese Daten also uns Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern. Dann müssen sie also auch zugänglich gemacht werden. Sehr verehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, einige Anwesende werden bei diesen Ausführungen und Forderungen wohl mit den Ohren schlackern, besonders bei denjenigen, die sich mit dem Thema Datenschutz beschäftigen. Wie bitte? Daten sollen komplett veröffentlicht werden, also jede und jeder kann einfach hineinsehen. Nein, ganz so einfach ist es natürlich nicht. Personenbezogene Daten dürfen natürlich nicht ohne weiteres veröffentlicht werden. Und auch der vorliegende Antrag macht darin eine Ausnahme, ebenso und weiteren sogenannten schutzbedürftigen Daten, wie etwa Daten aus Strafprozessen. Von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gibt es aber zu diesem Problem eine ganze Reihe von Empfehlungen. Sie empfehlen zum Beispiel, dass man bereits vor der Erhebung der Daten entscheidet, welche veröffentlicht werden können und welche nicht. Und auch während der Veröffentlichung kann man noch Schutzmaßnahmen einbauen. Worüber wir aber auch noch einmal reden müssen, und ich war auf einem Symposium zum Thema künstliche Intelligenz, und dort wurde von allen Forschern gewünscht, dass man auch Personendaten zur Verfügung bekommt. Und da müssen wir uns in Hessen fragen, wie wir das gewährleisten können. Da gibt es auch verschiedene Verfahren, wie zum Beispiel Anonymisierung von Daten, sodass nicht auf konkrete Personen zurückgeführt werden kann. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Open Government und im Zusammenhang mit Open Data würde einen kulturellen Wandel im Verhältnis zwischen Bürgerinnen und Bürgern auf der einen und dem Staat auf der anderen Seite darstellen. Open Data führt zu mehr Transparenz und mehr Teilhabe und eine intensivere Zusammenarbeit. Aber vor allen Dingen sorgt sie für mehr Innovationen und Wirtschaftskraft. Wir müssen dafür sorgen, dass Hessen analog zu Rheinland-Pfalz und Hamburg und NRW und Baden-Württemberg nach vorne geht. Verhindern wir, dass Hessen auf diesem Gebiet weiter abgedrängt wird. Lassen wir die Daten nicht nur ungenutzt auf Servern versauern, nutzen wir sie. Frau Sinemus, ich bin froh, dass Sie da sind und aufmerksam zuhören. Sie haben jetzt ein riesiges Ministerium geschaffen in einem riesigen Gebäude, aber jetzt muss es auch in die Arbeit gehen. Open Data ist eines der wichtigsten Themen aus meiner Sicht. Und ich würde mir wünschen, dass Sie dabei auch Ihren Kollegen Herrn Al-Wazir aus dem Wirtschaftsministerium ein bisschen Beine machen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke für die Desinfektion, für unsere Gesundheit. Vielen Dank dafür. Und ich darf nun Herrn Felzerhausen von den Linken ans Rednerpult bitten. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, es ist jetzt eben von allen schon gesagt worden, Daten sind ein Rohstoff und Daten werden vielen Dank für das Wasser. Daten werden zur Wertschöpfung dringend benötigt. Darüber sind wir uns alle einig. Da besteht kein Dissens. Aber was Sie von der FDP fordern hier,
in Ihrem Antrag. Was heißt das eigentlich? Also hier sind viele Begriffe durcheinander gebracht worden. Sie beziehen sich konkret auf Geodaten. Hier war jetzt eben die Rede von vielen, vielen anderen Daten bis hin zu personenbezogenen Daten. Sie aber fordern von der FDP in Ihrem Antrag, Geodaten, die die öffentliche Hand ermittelt hat, und darum geht es ja ganz konkret in Ihrem Antrag, diese Daten sollen grundsätzlich kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Als Begründung dafür führen Sie die Informationsinteressen der Bürgerinnen und Bürger an. Sie sprechen von Vereinen in Ihrem Antrag oder auch von der Wissenschaft. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, darum geht es Ihnen doch hierbei gar nicht. Es geht Ihnen darum, dass milliardenschwere Digitalunternehmen auch sich noch an dieser Stelle bedienen sollen. Wir als Linke fordern dagegen, dass diese großen Digitalmultis erst einmal anständige Steuern zahlen und sich an der Finanzierung des Gemeinwesens beteiligen sollen, bevor sie sich mit Steuertricks aus der Verantwortung stehlen und dann eben noch öffentliche Leistungen kostenfrei in Anspruch nehmen. Wir setzen uns gerne einmal zusammen und diskutieren darüber, was die Position der FDP ist, wenn es um die gerechte Besteuerung genau von diesen großen Digitalmultis ist. Sie fordern in Wirklichkeit, und da geht es dann nicht um Wissenschaft und es geht auch nicht um die Bürgerinnen und Bürger, die schauen wollen, irgendwie, wann kommt der nächste Bus oder wo kann ich am besten wandern. Sie fordern an dieser Stelle Open Source für Digitalmultis und Agrarkonzerne wie Monsanto, weil das sind die Geschäftsmodelle, die dahinterstehen. Und ich möchte mal, weil wir heute Vormittag auch diskutiert haben über die Atommüllendlagersuche, über ein ganz konkretes Problem bei diesen Geodaten sprechen. Als es darum ging, geeignete Standorte zu finden, wurde auch zurückgegriffen oder sollte auch zurückgegriffen werden auf die Geodaten von vielen deutschen Firmen, die nämlich im Rahmen von seismologischen Untersuchungen und Ähnliches über die Bodenstruktur eine Menge Informationen gesammelt haben. Diese Bitte, diese Daten bereitzustellen für die Öffentlichkeit, ist genau von diesen großen Firmen, also von Shell und so weiter, wie sie alle heißen, kategorisch abgelehnt worden. Und die Frage, wo geeignete Endlager letztendlich stehen könnten, wäre fast daran gescheitert. Es gab jetzt den Kompromiss, dass diese Daten eben geheim einer kleinen Gruppe von 11 Personen, 11 Wissenschaftlern zur Verfügung gestellt werden. Aber die Öffentlichkeit darf diese nicht einsehen und darf eben dann auch nicht an der Entscheidung und Interpretation teilnehmen. Und an dieser Stelle, meine Damen und Herren, sagen wir ganz klar, quid pro quo, wenn diese Daten zur Verfügung gestellt werden von der öffentlichen Hand, dann fordern wir genau das Gleiche natürlich auch von denen, die diese Daten kommerziell erheben. Denn nach den Daten der Öffentlichkeit zu greifen und gleichzeitig die eigenen Datenbestände schützen zu wollen, geht nicht, zumindest nicht mit uns Linken. Aber es gibt da ja auch durchaus eine Lösung. Auch dieser Begriff ist ja schon gefallen. Creative Commons wäre da eine Möglichkeit. Es könnte damit sichergestellt werden, dass diejenigen, die öffentliche Daten nutzen wollen, auch den Zugang bekommen. Und gleichzeitig könnte geregelt werden, dass, wenn Unternehmen diese Daten zu kommerziellen Zwecken auch nutzen wollen, sie einen Beitrag auch liefern zur Finanzierung der Datenschöpfung. Das wäre tatsächlich etwas, wo beide Seiten etwas davon hätten. Diejenigen, die Gewinne damit generieren, werden dann eben entsprechend auch angemessen beteiligt. Die Daten ständen zur Verfügung. Sie könnten nicht kommerziell, sie könnten auch für die Wissenschaft genutzt werden. Und ja, es ist ja nicht unanständig, Gewinne zu generieren. Ja, soweit funktioniert ja unsere soziale Marktwirtschaft. Die Frage ist nur, wie man dann mit diesen Gewinnen umgeht. Und wir finden schon, dass diejenigen, die Gewinne mit öffentlichem Eigentum machen, nachher auch an den Erstellungskosten beteiligt werden müssten. Und damit Sie es auch noch einmal verstehen, was wir damit meinen, niemand käme auf die Idee, dass die Rechte für Bodenschätze oder Trinkwasser oder für Straßen kostenfrei für Konzerne zur Verfügung gestellt werden, mit der Begründung, die sind ja eh da, die sind ja öffentlich. Nein, auch LKWs zahlen ihre Mautgebühr für die Straßenbenutzung, und das ist auch gut so.
Und dann frage ich mich, was kommt eigentlich als nächstes von der FDP? Die Forderung, dass Schwarzfahren straffrei sein soll etwa, weil die Bahnen ja schon von der öffentlichen Hand bezahlt worden sind und die Mobilität ein wichtiger Faktor für die heimische Wirtschaft ist. Ich glaube, wir könnten uns auf diesen Deal durchaus einlassen. Aber an der Stelle, wo es darum geht, dass alle etwas von haben, da kneifen Sie dann bekannterweise. Meine Damen und Herren, wenn Daten das Öl des 21. Jahrhunderts sind, dann müssen wir eben auch gemeinsam dafür sorgen, dass es nicht wieder die großen Multis sind, die sich Monopole sichern und die Kartelle bilden und die Gewinne nachher einstreichen. Was Sie, liebe Kolleginnen von der FDP, hier fordern, das ist keine Datenpolitik, das ist klassische neoliberale Politik. Und daher werden wir Ihren Antrag ablehnen. Vielen Dank. Für die CDU-Fraktion hat sich nun Herr Banzer zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich glaube, dass gerade wenn man dem Redner der FDP zugehört hat, es viele gute Argumente für diesen Antrag gibt. Die sind auch aufgeführt worden. Es ist aber klar, dass die ganze Sache noch eine gewisse Zeit dauert, weil gerade wenn man so viele Anforderungen hat, muss es ja gründlich geschehen, muss auch der Datenschutz berücksichtigt sein. Das geht alles nicht in ein, zwei Tagen, und die Zeit wird benötigt. Aber, und das ist ja schon gesagt worden, dass wir das genauso im Prinzip sehen, sieht man eben daran, dass wir schon auf der Seite 182 unserer Koalitionsvereinbarung zu diesem Punkt eine Aussage getroffen haben, eine befürwortende. Also es gibt gar keinen Streit in der Sache, sondern höchstens einen Streit in der Form und im Zeitpunkt. Für die AfD-Fraktion hat sich Herr Lichert noch einmal zu Wort gemeldet. Ihnen verbleiben 3 Minuten. Danke sehr, Frau Präsidentin. Also, da muss man jetzt, glaube ich, noch einmal einen Satz dazu verlieren. Also, Herr Felstehausen, dass Sie jetzt wirklich im Ernst Geodaten, die von der öffentlichen Hand erhoben sind, gleichsetzen mit Daten, die von privaten Unternehmen gewonnen wurden, unter, ich nehme mal an, Aufwendung erheblicher Mittel. Ja, das, die öffentlichen Daten haben auch erhebliche Mittel. Ja, natürlich haben die öffentliche Mittel, aber Sie können doch nicht im Ernst verlangen, dass wenn, ich meine, wie stellen Sie sich das vor? Glauben Sie, da gehen die Geologen übers Land, hauen einmal einen Nagel in den Boden und wissen dann, wie es da mit dem Untergrund aussieht? Da ist doch richtig viel Geld investiert worden. In den allermeisten Fällen sind diese Explorationsvorhaben auch erfolglos. Ja, das heißt, es ist im Prinzip verlorenes Geld. Und trotzdem ist das natürlich ein wertvolles Kapital für diese Unternehmen. Und Sie wollen diese Unternehmen praktisch enteignen. Ist das die Aussage, die Sie hier machen wollen? Sie wollen die Unternehmen enteignen? Ja, aber Herr bitte keine Zwiegespräche. Schenken Sie dem Redner bitte mehr Aufmerksamkeit. Also, ich finde, das ist jetzt einigermaßen selbstentlarvend, weil hier werden nicht Äpfel und Birnen verglichen, sondern Kirschen und Kürbisse. Und im Übrigen kommen wir doch wieder de facto zu einem Punkt, den ich am Dienstag gestreift habe. Was Ihnen natürlich vorschwebt, ja, ist natürlich wieder eine Regulierung. Es dürfen die Großen dürfen da nicht ran, aber die Kleinen dann irgendwie doch. Da muss es irgendwelche Regelwerke geben. Und eins will ich auch ganz klar sagen, dass wir im Bereich der Besteuerung von internationalen Digitalkonzernen da wirklich noch sehr, sehr viele Hausaufgaben zu machen haben. Also das wird ja nun wirklich niemand ernsthaft in Abrede stellen. Aber wir haben es gehört, es geht hier um Gründungen, um Start-ups, die gepäppelt werden sollen. Und das sind doch gerade diejenigen, die am meisten unter Regulierung leiden. Wann erkennen Sie das endlich? Ja, Ihre Sympathie für die Planwirtschaft, die dürfen Sie ja weiter kultivieren, die führt nur leider in die Irre. Und deswegen haben wir einen ganz klaren marktwirtschaftlichen Kurs. Gott sei Dank. Dankeschön. Für die Landesregierung erteile ich Herrn Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir das Wort.
Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich bin nicht so gut in Plattdeutsch, aber Sie kennen das Mädchen, das Märchen vom Hase und vom Igel. Und da sagt ja der Igel immer, ich bin all here, das heißt, ich bin schon da. Insofern, was? Was hat er gesagt? Al-Dor. Ja, es kommt immer darauf an, zu sagen, von welcher Seite. Am Ende haben es die Brüder Grimm ins Hochdeutsche gebracht. Ich wollte an dieser Stelle nur sagen, ich bedanke mich für den Antrag, weil es mir noch einmal Gelegenheit gibt, an den Koalitionsvertrag von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN zu erinnern. Da genauer gesagt an Zeile 7908, wenn Sie es nachschauen wollen. In Zeile 7908 steht drin, vor diesem Hintergrund werden wir Geobasisdaten weitgehend kosten- und lizenzfrei bereitstellen. Das haben wir uns vorgenommen, und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, das werden wir auch tun. Ich darf zweitens darauf hinweisen, dass das Kabinett am Montag, Herr Kollege Stirböck, das ist jetzt wirklich Zufall, weil glauben Sie mir, wir haben diese 100 Seiten nicht geschrieben, weil Sie letzten Dienstag einen Antrag zum Setzpunkt erklärt haben. Ich weiß, dass gerade in der Opposition, ich war ja selbst lang genug in der Opposition, die Selbstwirksamkeit und das Gefühl der Selbstwirksamkeit ganz besonders wichtig ist. Aber wir haben letzten Montag im Kabinett die Regierungsanhörung für den Gesetzentwurf zur kostenfreien Bereitstellung der Geobasisdaten auf den Weg gebracht. Also, Sie sehen, wir sind schon da, meine sehr verehrten Damen und Herren. Warum haben wir das gemacht? Weil Geodaten in der Tat sich zu einer Schlüsselressource der Informationsgesellschaft entwickelt haben. Für eine große Zahl von Planungs- und Entscheidungsprozessen sind sie unverzichtbar. Sie werden eingesetzt für Zwecke des Naturschutzes, des Lärmschutzes, des Hochwasserschutzes. Sie werden eingesetzt in der Landwirtschaft, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und die Kollegin Hinz hat auch immer schon gefragt, wann ist es denn soweit, dass wir mit diesem Gesetzentwurf sozusagen rechtssicher auf den Weg gehen. Es ist für viele wichtig. Es ist wichtig für die Energiewende, meine sehr verehrten Damen und Herren. Da sind sie unerlässlich bei Planung, Dokumentation, dem Management intelligenter Stromnetze. Es hilft übrigens auch, Herr Kollege Rock, diese Daten, Fake News in Darstellungen von Windkraftgegnern, mit denen Sie gerne reden, auf die Realität zurückzuführen, damit man dann sehen kann, wie sieht denn das Windrad wirklich aus in der Visualisierung, nicht so wie in den FDP-Flugblättern, so wie es wirklich ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Da helfen solche Daten auch, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Und ich will an dem Punkt noch einmal sagen, dass aus unserer Sicht klar ist, dass die Daten, die bisher von der öffentlichen Verwaltung erhoben werden, für unterschiedlichste Zwecke dann weiter genutzt werden können. Und bisher ist das ja nicht so, dass diese Daten geheim sind. Die kann jeder, sozusagen, der ein Interesse hat, sich auch sozusagen nehmen. Allerdings muss er bisher, und das ist der Unterschied, bisher Gebühren zahlen dafür. Und diese Gebühren wollen wir abschaffen, weil wir glauben, dass darin dann ein Potenzial entsteht, wo in der freien Weiterverwendung dann auch Gründerinnen und Gründer, aus meiner Sicht hoffentlich auch nicht nur die großen, sondern auch die kleinen Unternehmen, die erst neue Anwendungen sich ausdenken, mit diesen Daten arbeiten können. Und deswegen wollen wir mit dem Gesetz über die Bereitstellung offener Geobasisdaten, so heißt das, die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Daten der Kataster- und Vermessungsbehörden sowie die Daten der Gutachterausschüsse für Immobilienwerte von der Allgemeinheit kostenfrei bezogen und uneingeschränkt genutzt werden können. Dies soll natürlich, diese Einschränkung muss ich machen, nur so weit gelten, wie datenschutzrechtliche Bestimmungen, vertragliche oder gesetzliche Rechte Dritter dem nicht entgegenstehen. Das gehört aus meiner Sicht auf jeden Fall dazu. Und einen letzten Punkt will ich Ihnen sagen. Es ist übrigens auch eine große Entlastung für die Kommunen. Weil bisher brauchen, gerade wenn es um Bebauungspläne geht und Ähnliches, sozusagen müssen auch die Kommunen dafür Gebühren zahlen. Wir gehen davon aus, dass mit diesem Gesetz dann die Kommunen um ungefähr Gebühren im Jahr von 2,5 Millionen Euro entlastet werden. Also wir helfen dabei auch noch der kommunalen Familie, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich glaube, das ist eine gute Nachricht.
Zur Wahrheit gehört dann aber auch dazu, dass die entsprechenden Gebühren als Einnahmen im Landeshaushalt wegfallen. Das, glaube ich, muss man dann schon sagen. Das ist ein hoher einstelliger Millionenbetrag, der dann ein hoher einstelliger Millionenbetrag, also fast zweistellig, der dann fehlt. Und das muss man dann natürlich auch tragen, bzw. der Haushaltsgesetzgeber muss wissen, dass dann weniger Geld reinkommt, das an anderer Stelle dann getragen werden muss oder ersetzt werden muss, weil das ja bisher auf der Einnahmenseite im Landeshaushalt kam. Die betroffenen Fachkreise und Verbände, wie gesagt, die Regierungsanhörung startet jetzt, haben 2 Monate Zeit, sich zu dem Gesetzentwurf über die Bereitstellung offener Geobasisdaten zu äußern. Wir werden im Anschluss daran, wie wir das immer tun, die eingegangenen Stellungnahmen abwägen und über deren Berücksichtigung entscheiden, schauen, ob wir noch etwas am Gesetzentwurf verändern wollen. Und Anfang kommenden Jahres, so ist der Plan, wird die Landesregierung den Gesetzentwurf dann voraussichtlich im Hessischen Landtag einbringen. Und ich würde mich freuen, wenn unsere Initiative auf breite Unterstützung träfe. Vielen Dank. Für die FDP-Fraktion hat sich Herr Stirbuck noch einmal zu Wort gemeldet. Sie haben ganze 35 Sekunden. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Kollege Leveringhaus hat sich eben als Teil der Open-Data-Bewegung bzw. die Grünen bezeichnet. Ich frage mich nur, warum Sie denn heute, wie schon bei dem Open-Data zum Thema öffentlicher Nahverkehr, wieder diesen Antrag ablehnen, wenn Sie Teil der Open-Data-Bewegung sein wollen. Da fällt mir nur ein Satz ein, wenn das noch grün ist, sehen wir schwarz, Herr Kollege Leveringhaus. Das ist ja heute ein moderner Satz. Bisher hat die Landesregierung einfach schlichtweg hinter Nordrhein-Westfalen beispielsweise zurückgelegen. Wir erwarten, dass Sie mehr machen als nur die Inspire-Umsetzung, dass Sie positiv und proaktiv handeln. Und wenn Sie, Herr Minister, davon sprechen, das ist ein Hase- und Igelspiel, und Sie sind jetzt als Igel schon da, als Landesregierung, dann kann man dazu letztendlich nur sagen, der Igel hat ja einen Trick benutzt, indem sozusagen seine Frau dort daneben stand. Sie haben ein bisschen getrickst heute, Herr Al-Wazir, auch mit Ihrer heutigen Freischaltung des Geodatenportals. Aber ich glaube, wir sind gemeinsam inhaltlich auf dem richtigen Weg. Herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, der Antrag wird zur weiteren Beratung federführend in den WVA und in den DDA mitberatend überwiesen. Und ich wünsche Ihnen nun bis 15 Uhr einen guten Appetit und eine gute Mittagspause.